Kachelöfen, traditionell oder modern, sind seit 1869 untrennbar mit der Ofenkeramik von Gutbrot Keramik verbunden. Dieser Film blickt hinter die Kulissen der traditionellen Herstellung von Gutbrot Ofenkacheln. Und die beginnt im werkseigenen Modell- und Formbau. Moderne Fertigungsmethoden und handwerkliche Produktionsprozesse ergänzen sich dabei. Modelle und Formen werden Generation für Generation bewahrt und gelagert. Im Rohstofflager werden verschiedene Tone und Erden nach Geheimrezepturen gemischt. Das erfordert große Sachkenntnis und handwerkliches Können, damit aus Rohstoffen die geeignete Grundmasse entsteht. Diese Masse wird in die Formen gefüllt. Ständige Qualitätskontrolle ist dabei selbstverständlich. Nach einer festgelegten Ruhezeit, die präzisen Vorgaben folgt, beginnt der Entformungsprozess. Geburtsstunde einer Gutbrotkeramik. Großes handwerkliches Geschick ist gefragt, wenn Spezialisten nach althergebrachten Methoden Kacheln immer auch noch per Hand formen. Hier zeigt sich wieder, dass Gutbrotkeramik Tradition und Moderne zu verbinden weiß. Noch aber ist die Kachel nicht fertig. Nach einer bestimmten Wartezeit, unter anderem in einer Klimakammer, und bevor das Material völlig durchgehärtet ist, werden die Kacheln von allen Unebenheiten befreit. Die Kanten werden geglättet. Parallel dazu werden inzwischen grammgenau Farbpigmente nach einer speziellen Gutbrotrezeptur gemischt, in eine Mühle gefüllt und darin zu einer flüssigen Glasur verarbeitet. Der feine Mahlvorgang geschieht mit Hilfe dieser Kugeln. Was spielerisch leicht aussieht, erfordert in Wirklichkeit höchstes Geschick und langjährige Übung. Die fertige Glasur wird bei Gutbrot entweder per Hand geschüttelt, wie der Fachmann das Auftragen der Glasur bezeichnet, oder aber per Spritzpistole aufgetragen. Szenenwechsel. Im Atelier von Gutbrot Keramik werden Kacheln nach alter, überlieferter Handwerkskunst handbemalt. Die Motive können traditionell oder modern sein. Dabei werden auch individuelle Wünsche von Kunden berücksichtigt. Das Ergebnis: Gutbrotkeramiken, wie sie seit 1869 in höchster Qualität entstehen. Und jetzt kommt die heiße Phase der Herstellung von Gutbrotkeramiken. In solchen Brennöfen werden die Keramiken bei über 1000 Grad gebrannt. Auch hinter diesem Prozess verbergen sich weit über 100 Jahre Erfahrung, denn wie lange gebrannt wird und mit welcher Temperatur genau, darauf kommt es an. Wenn Kacheln nachgeschliffen werden, geschieht dieses bei Gutbrot traditionell auch mit Maschinen, die schon vor Jahrzehnten eingesetzt wurden. Handwerk hat hier Geschichte. Endkontrolle. Ganze Kachelöfen werden auf ihre richtige Größe, Farbtreue und Gleichmäßigkeit hin überprüft, bevor sie dann in Kisten mit Holzwolle schonend verpackt werden. Und so treten Gutbrotofenkacheln von hier aus ihren Weg zum Kunden an. Von hier aus, das heißt von Gundelfingen, der bayerischen, schwäbischen Stadt an der Donau, in der Gutbrotkeramik seit 1869 Ofenkacheln von höchster Qualität herstellt.